wir sind der Meinung, Inklusion funktioniert nur dann, wenn sie ohne Scheu gelebt wird. Das heißt, wir haben vom ersten Tag an, als unsere Kollegin am Donnerstag zu uns kam, war unsere Produktionsmannschaft informiert, dass hier jemand kommt, der eine psychische Beeinträchtigung hat. Was hat sie jetzt nach 4 Jahren, im Herbst werden es jetzt 4 Jahre, 4 Jahre Zusammenarbeit mit Exit bei uns im Betrieb geändert? Die 2 Kollegen sind ebenfalls nach wie vor donnerstags bei uns im Haus. Ihre Tätigkeit wird wertgeschätzt, denn sie stehen tatsächlich an der Arbeitsstation und unterstützen den Kollegen dort vor Ort, indem sie ihm Dinge abnehmen, Standardtätigkeiten, die normal er machen müsste. Und der wirtschaftliche Vorteil für uns ist, der kann sich an diesen 4 Stunden seiner tatsächlichen Facharbeit widmen. Wir haben dann einen Kollegen aufgenommen im Oktober, der bei uns einen Tag in der Woche geringfügig arbeitet. Und diesen Job haben wir mit einem inklusiven Jobdesign gestaltet. Das heißt, wir haben nicht den Mitarbeiter an den Job angepasst, sondern wir haben den Job an den Kollegen angepasst. Wir schauen, dass wir ihn fordern und fördern, aber keinesfalls überfordern. Es gehört sicher eine Flexibilität dazu und in unserem Fall oft auch eine gewisse Kreativität dazu. Bei uns funktioniert es, wir sind mega happy, die Kollegen sind happy, es macht was mit dem Betriebsklima und ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen. Gehen Sie diesen Schritt, probieren Sie es einfach aus, haben Sie Mut.